Töp doch einfach. Ach Mann, warum? Heilen wir uns einfach mal. War vielleicht dumm, aber wer weiß. Vielleicht brauchen wir es ja nicht. Können wir nachher mehr kaufen. Warte mal, ich will mal kurz gucken, ob es einen Unterschied gibt. Aua. Ja. Was planst du mit deinen Verbündeten? Ist es das, was mein Vater entdeckte? Wurde er deshalb getötet? Entschuldige. Hoffst du etwa auf ein Geständnis? Du Drecksschwein! Du sollst in der verdammten Gosse verrotten, du Hund! Wenn du nur noch mehr gelitten hättest! Ich hoffe, du... Genug, Ezio. Ein wenig Respekt. Respekt? Nach allem, was passierte? Glaubt ihr, er hätte einem von uns Respekt entgegengebracht? Du bist nicht Vieri. Werde auch nicht so. Möge der Tod dir den gewünschten Frieden bringen. Requiescat in pace. Nimm dies. Lies es, wenn du Zeit hast. Wir sind hier jetzt fertig. Kehren wir zur Villa zurück. Wie man in den Wald ruft, so schallt es hinaus. Oder so ähnlich. Codex hat er erhalten. Kann ich mich bewegen? Nein. Brief von Francesco. Ja. Nun gut. Ja, das mit dem Geld werfen wissen wir ja. Ablenken. Ja. Wollen wir mal weitermachen. Wobei ich nicht weiß, ob ich diese Session lange machen werde. Man weiß ja nie. Achso, ich hab schon. Ne, ich hab 4 von 5. Ich krieg jetzt gerade Rabatte schon. Finde ich gut. Danke, danke. Ein bisschen reparieren. Geht das? Ja. Rüstung muss ja repariert werden, ist ja immer so. Ach ja. Ah, hier. Und hier ist er. Nostro Campione Ezio. Es lebe Ezio! Ihr verschwendet keine Zeit mit dem Beginn der Feierlichkeiten. Warum denn auch? Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Durch Vieris Tod wird die Toskana endlich wieder friedlich sein. Weißt du, was das bedeutet? Nie mehr Arbeit. Wir können den ganzen Tag mit Saufen verbringen. Und mit Huren. Was denn? Stimmt doch. Komm, Ezio. Geh mit mir. Ja, Onkel. Eine Planänderung. Mehr über die Villa erfahren und die dort versteckten Codex-Seiten finden. Die Pazzi unterstehen einem anderen. Einem Spanier. Das ist Rodrigo Borgia. Einer der mächtigsten Männer Europas und Großmeister des Templerordens. Mhm, also ist er verantwortlich für den Tod meines Vaters und meiner Brüder. Ja, und er wird auch dich töten, wenn er kann. Dann muss ich gegen ihn kämpfen, wenn ich frei sein will. Doch erst wenn jeder andere Templer meine Klinge gekostet hat. Vaters Liste wird mich führen. Wohin gehst du als nächstes? Florenz. Francesco de Pazzi wird das Schicksal seines Sohnes teilen. Ein kluger nächster Schritt. Kein Zweifel, dass er Böses im Schilde führt. Gut, genug der ernsten Gespräche. Ich bin in meinem Büro, wenn du mich brauchst. Alles klar. Ich sollte den Brief lesen, den mein Onkel mir gab. Dann wollen wir das mal machen. Den Brief lesen. Ist der oben oder ist der unten? Der Brief. Sieht bekannt aus? Weitere Codex-Seiten.
Ja, dein Vater konnte einige finden und übersetzen, bevor er... Hier. Das ist nicht die Arbeit deines Vaters. Jemand anderes hat das übersetzt. Leonardo da Vinci, ein Freund. Siehst du, wie die Wörter von einer Seite auf die nächste kreuzen? Da ist irgendetwas drunter. Irgendeine Art Karte. Wohin soll die wohl führen? Dein Vater und ich konnten Teile einer Prophezeiung auf diesen Seiten entschlüsseln. Geschrieben wurde sie von einem Assassinen wie uns, der einst einen Edensplitter besaß. Sein Name war Altair. Er sprach von etwas Mächtigem und Uraltem, das unter dem Land versteckt ist. Was ist das? Ja, was? Genau um dieses Geheimnis zu lösen, haben wir diese Seiten gesammelt. Dann lasst mich helfen. Ich sollte die Arbeit meines Vaters fortführen. Und zwar jetzt. Ich beginne mit der Seite, die ich von Vieri habe. Leonardo wird sie entschlüsseln. Bene, komm wieder, wenn du Zeit hast, und wir fügen sie zur Wand hinzu. Alles klar. Den Aussichtspunkt der Villa erreichen. Jo. Ich wollte noch den Brief lesen, ne? Wie mache ich das denn am besten? Inventar vielleicht? Nee. Dann wohl nichts. Egal. Kartenordner. Ich denke, wir müssen jetzt nach oben. Würde Sinn machen. Glaube ich zumindest. Aber ich glaube auch viel, wenn der Tag lang ist. Ich habe keine Federn. Nope. Was haben wir hier? Egal. Dann wird's wohl unten weitergehen. Würde auch Sinn machen. Ja, anscheinend schon. Oder? Mann. Oder wir müssen einfach hier hochklettern. Könnte gehen. Ja, was soll ich denn machen? Was willst du von mir? Zielort. Noch höher vielleicht. Ach, da hoch, ja. Jo, jo, hätte man ja wissen können. Hätte Fahrradkette, sag ich dazu nur. Ja, also egal, was ich passt, wird passend gemacht. Aber ich sag's euch jetzt schon, wir werden noch nicht direkt, ja, direkt nach Florenz zurückkehren. Wir werden erstmal das machen, was wir da machen konnten. Okay. Kriegen wir hin. Mit den Codex-Seiten. Stell dich nicht so an, Ezio. Alter, ihr hatte da auch nie... Okay, der hatte schon oft Stress, aber... Ist halt Alter ihr gewesen, ne? Das sind Codex-Seiten, müssen wir sonst schlüsseln. Hallo? Danke. Wohin als nächstes? Ich würde mal behaupten, hier die holen wir zuerst. Die da außen nehmen wir am Schluss mit. Entschuldigung. Warum denn Entschuldigung. Das, Amico? Bitte, entspannt Vorsicht, euch. Bitte, mein Herr. So eine zur Schaustellung ist unangebracht. Wenn die... die das hier gesagt hat, die wir gerade vor uns haben, dann hat die eine viel zu süße Stimme für das Aussehen. Das kann man nicht so durchgehen lassen. Entschuldigung, ich wollte gucken, ob du die gleiche Stimme hast. Seid bitte achtsam, Amico.
Ah, die Stimme, die hast du nicht verdient. Aber egal, wer bin ich schon, wer über Stimmen reden darf. Jo, das sehe ich auch so. Obwohl, es klüger, wenn wir zuerst dahin gehen, weil sonst müssen wir hin und zurück laufen. Okay, ich mache ja schon richtig. Außerdem war das eh die falsche Truhe. Das hier ist die richtige. Obwohl, ich muss dafür erstmal aus der Stadt raus. Oder aus dem Städtchen, ich weiß es auch nicht. Wie nennt man sowas? Ein Dorf? Ein größeres Dorf? Ein befestigtes Dorf? Ein dorfiges Dorf? Eine Burgfestung? Man weiß es nicht. Entschuldigung. Nicht meine Absicht. Ja, ja, Mikro hat aus Versehen gemacht. Hatte nicht mit Absicht gemacht. Jetzt können wir uns am Leben außen kümmern. Dazu müssen wir einfach nur jetzt links entlang. Würde ich mal behaupten. Hier an der Mauer entlang, da kommen wir zum Ausgang. Lasst mich durch. Ach, diese Kutschen sind diese Schnellreisepunkte. Ja, kann ich auch mal nutzen. Ich hätte mir auch ein Pferd holen können. Ach ja. Kein Mucken Erziehung, ja genau. Erziehung. Ich muss mich nur beeilen. Und weil ich kürzer machen will, ist, weil ich müde bin. Müde ohne Ende. Ja, Hintergrundgeräusche immer wieder. Aber ist halt so. Und das gehört zu meinen Let's Plays irgendwie dazu. Aber man hat mir ja ein Pferd hier geparkt, also passt das schon. Ach Mann. Jetzt ist es wieder total laut im Hintergrund. Abgang des Sohnes. DNA-Sequenz 3 beenden. Du wirst Pferd. Stell dich nicht so an. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Sequenzen es hier gibt. Jetzt haben wir 3 geschafft in der dritten Session. Finde ich gut. Also den dritten haben wir in der dritten Session geschafft. Mal gucken. Hier ist der Eingang. Kann ich auch eigentlich in die Stadt reiten? Oder ins Dorf? Oder wo auch immer. Nö, der mag nicht. Das Pferd mag die Stadt nicht. Kann ich nachvollziehen. Überall Dreck und Schlamm. Und Leute, die einen das Blut ablassen wollen, mit Adalas. Ich frage mich, was sie sich damals dabei gedacht haben. Auch wenn wir den Blut ablassen, dann geht's einem besser. Wenn er dabei verblutet, ist das halt so. Ja, spring gegen die Wand, Ezio. Du hast es nicht anders verdient. Marias Gemach. Ich suche unsere Schwester. Wo ist denn die? Ist hier unten jetzt, oder was? Oder ist sie hier oben? Ne, ich glaube, die ist unten. Vielleicht ist hier eine Schatzkiste. Oh, hier sind sogar 2 Schatzkisten. Gib mir Geld. Jo, hat sich gelohnt für 500 Gold. Oder Florenza, oder... Boah, ich kann mir das nie merken. Und es ist auch egal. Ich nenne es jetzt einfach Geld.
Oder Mark, komm, dann wär's Mark. Warum auch nicht? Lass mich durch. Da ist sie.